Anführers Fodai Sanko, der aufs Engste mit seinem liberianischen Komplizen Präsident Charles Taylor zusammenarbeitete. Die internationalen Diamantenkonzerne reagierten auf ihre Weise. Sie engagierten hochprofessionelle Söldnerorganisationen, die die Edelsteingruben durch Kommandoaktionen in ihre Gewalt brachten. Die Häuptlinge und Stammesältesten Sierra Leones fühlten sich durch die RUF in ihrer ererbten Autorität bedroht. Sie stellten Milizen auf und griffen dabei auf die uralten Zauberkräfte des schwarzen Erdteils zurück. Die Kamayor-Krieger banden sich Amulette oder Jujus um und glaubten, unverwundbar zu sein. Weite Regionen Sierra Leones waren oberflächlich islamisiert worden. Doch die Koransprüche einiger verzweifelter Imame vermochten nichts gegen die Dämonen der Finsternis. Auf der anderen Seite scheiterten die Beschwichtigungsversuche des christlichen Klerus bei den Freischärlern der RUF. Die Vermittlung eines katholischen Prälaten entpuppte sich als Geste der Hilflosigkeit. In Freetown selbst flammten die Kämpfe wieder auf. Immer neue Banden, darunter die berüchtigten Westside Boys, tobten ihre Mordlust aus. Endlich schlug die Stunde der ehemaligen Kolonialmacht. Die Fallschirmjäger ihrer britischen Majestät rissen in wenigen Tagen die Lage an sich und verscheuchten den Spuk der RUF in den Urwald. Von der Bevölkerung Freetowns, insbesondere von den Krios, wurden die Engländer wie Befreier begrüßt. Der Ruf nach einer Wiederherstellung der Kolonialherrschaft wurde sogar laut. Stattdessen bemühten sich die zurückgekehrten Engländer um den Aufbau einer neuen Armee von Sierra Leone. Ein schwieriges und höchst ungewisses Unterfangen. Mit etwa 15.000 Blauhelmen sind die Vereinten Nationen nach Freetown zurückgekehrt. Bei den diversen Bürgerkriegsfraktionen sammelten sie die Waffen ein. Natürlich wurden nur die ältesten und untauglichsten Gewehre abgeliefert. Wie lange kann es dauern, bis in Sierra Leone die Illusion einer brüchigen nationalen Versöhnung platzen wird und die Unfähigkeit der UNO zur Friedenssicherung sich auch hier erweist? Der britische Premierminister Tony Blair hat unlängst eine Reihe von afrikanischen Staaten besucht und war entsetzt über das Elend, das er dort angetroffen hat. Zu Recht hat er gewarnt, dass eines Tages der Terrorismus auch aus Afrika auf uns zukommen könnte. Man stellt in den westlichen Medien die Entstaatlichung des Krieges fest, wie sie vor allem von den islamistischen Kampfbünden wie Al-Qaida vollzogen wird. Aber es findet zumal in Afrika auch eine Privatisierung des Krieges statt. Und die wird durch die großen internationalen Finanzinteressen bewirkt. Es intervenieren nicht mehr reguläre Militärs, um europäische oder amerikanische Interessen zu schützen, sondern es haben sich hochprofessionelle, exzellent organisierte Söldnerfirmen gebildet, die ganz offiziell registriert sind in London, Montreal oder Florida und deren Auftrag es ist, zunächst einmal die Grubenvorkommen der großen Konsortien zu schützen, aber notfalls auch Stellvertreterkriege zu führen. Das ist eine Entwicklung, die wir auch in Zukunft im Auge behalten sollten. Wir wenden uns jetzt dem Sudan zu. Ein Staat, der aufgrund seiner islamistischen Ausrichtung unter dem General Bashir unlängst noch von Präsident Clinton als Schurkenstaat bezeichnet wurde und der sogar von amerikanischen Raketen beschossen wurde. Die Dinge haben sich etwas verändert.
General Bashir ist mäßiger geworden, das Erdöl fließt und die Möglichkeit eines Kompromisses mit Amerika zeichnet sich infolgedessen ab. Aber wir sollten die afrikanischen Staaten nie vereinzelt analysieren. Ruanda, Kongo und Angola sind auf tragische Weise miteinander verknüpft. Der Horror von Liberia hat auf Sierra Leone, morgen vielleicht auf Guinea und die Elfenbeinküste übergegriffen. Und der Sudan ist unlösbar verknüpft mit dem Schicksal des benachbarten Äthiopiens, ja der Republik Somalia, die sich aufgelöst hat weitgehend, vor deren Küste am Horn von Afrika jedoch zurzeit die Schiffe der deutschen Marine kreuzen. Im dornigen Dickicht des südsudanesischen Buschs wird Hochzeit gefeiert. Die weißen langhörnigen Rinderherden besitzen eine geradezu sakrale Bedeutung für die Hirten des Dinka-Volkes. Warum dieser Sammelplatz, dieses Cattle Camp, Baum der lachenden Frauen heißt, bleibt für den Fremden unerfindlich. Die Gesichter sind hart, streng, fast unheimlich, trotz des festlichen Anlasses. Bei diesen überwiegend heidnischen Niloten wird noch mit Speeren gejagt. Der Bräutigam steht stolz neben seinem schönsten Stier. In endlosem Singsang schildert er die Zeugungskraft, die Würde, den Stolz des Tieres, mit dessen Tugenden er sich wohl schmücken möchte. Die Frauen haben sich zu einem schrillen Chor vereint. Dieses ist eine der unberührtesten Gegenden Afrikas, wo die britische Kolonisation sich nur oberflächlich etabliert hatte. Die Südsudanesen befinden sich seit 1956 im Aufstand gegen die Regierung von Khartoum. Für die Sumpfvölker der Dinka, der Shilluk, der Nuer, die ihren animistischen Bräuchen anhängen und nur zu einem geringen Teil christianisiert wurden, bildet der arabisierte Gottesstaat der eifernden Muslime des Nordens einen schwer versöhnlichen Gegensatz. In der Hauptstadt Khartoum nimmt General Omar al-Bashir, der Präsident der Islamischen Republik Sudan, die Parade seiner Soldaten ab. Die Truppe ist mehr und mehr mit chinesischem Material ausgerüstet. Zwar ist der eifernde muslimische Mentor dieses Gottesstaates, Sheikh Hassan al-Turabi, inzwischen entmachtet worden. Aber die bewaffneten Frauenverbände der National-Islamischen Front verkörpern ein militant-religiöses Engagement, das den Amerikanern weiterhin unheimlich erscheint. Washington erinnert sich allzu gut an die Auftritte Osama bin Ladens im Jahr 1996, als er vom dortigen Regime offiziell als Bauunternehmer hofiert wurde. Heute versucht General Bashir, sich von diesem kompromittierenden Gast und von dessen Al-Qaida-Organisation nach Kräften zu distanzieren. Im Süden des Landes erstreckt sich die giftgrüne, endlose Sumpffläche des Bahr el-Ghazal. Der Gazellenfluss ist ein träger Nebenarm des Weißen Nils, der hier Bahr el-Jabal heißt. Auf der Sumpfinsel Turaleh geben weiterhin die kriegerischen Dinka den Ton an. Die wenigen Ortschaften des Südens, die noch in der Gewalt der Zentralregierung von Khartoum sind, wurden durch die südsudanesische Befreiungsarmee umzingelt. Auch hier findet die Verpflegung ausschließlich auf dem Luftwege statt, mit Hilfe russischer und ukrainischer Schachtermaschinen.
Die Sümpfe des Sud wirken unheimlich in der Abendstimmung.